select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Dann darf ich Sie recht herzlich zur Pressekonferenz heute Abend begrüßen. Wir haben heute gesehen, das Nachholspiel, 20. Spieltag, 1. CFR Pforzheim gegen die SGV Freiberg. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Trainer. Zunächst Herrn Ramon Gehrmann von der SGV Freiberg und natürlich unseren Trainer Gökhan Göksche. Das Spiel endete 2:2. Hier nochmal die Torschützen. Das 1:0 in der 17. Minute, Kreschnik Lustaku. Dann das 2:0 für den CFR in der 38. Minute durch Dominik Salz. Dann der Anschlusstreffer in der 41. durch Patrick Fossi. Und dann der Sven Schimmel, der eingewechselt wurde zur Halbzeit, in der 55. dann zum Ausgleich 2:2 und Endstand. Herr Gehrmann, haben Sie sich das heute so schwer vorgestellt oder wie sehen Sie das Spiel? Ja, von meiner Seite auch guten Abend. Klar, ich habe es mir genauso schwer vorgestellt. Ich habe meinen Spielern aufs Handy noch ein Video geschickt, wo Dominik Salz einfach von der Mittellinie aufs Tor läuft. Und der hat den Ball am Fuß erst und nachher ist er ungefähr in Kniehöhe der Ball. Also das ist alles andere als ein Fußballplatz. Das soll jetzt keine Kritik am Platzwart sein. Ich weiß, dass hier auch Football gespielt wird. Aber man kann hier nicht Fußball spielen. Und das war auch in der ersten Halbzeit auch unser Fehler, dass wir es versucht haben und so den Gegner dann auch zu zwei Toren eingeladen haben. Kompliment an meine Mannschaft dann, dass sie zurückgekommen ist. Ich hatte so das Gefühl, hätte man noch ein Stück weit mehr dran geglaubt und mehr gemacht, dann hätte man vielleicht noch das dritte Tor schießen können. Aber das wäre heute auch unverdient gewesen. Also Pforzheim hat aufgrund auch ihrer kämpferischen Einstellung sicherlich den Punkt verdient gehabt. Aber trotzdem bleibt natürlich in unserer Situation so eine kleine Enttäuschung zurück, weil wir hätten gerne einen Dreier geholt. Der wäre möglich gewesen, aber nach der ersten Halbzeit, wie gesagt, sind wir froh, nehmen einen glücklichen Punkt damit und vielleicht bringt der am Ende auch was. Vielleicht bringt er euch ja auch was, das hoffe ich natürlich und ich glaube, dass da auch nichts mehr anbrennt. Also dem CFR auch alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Danke. Also vielen Dank. Und nun Gökhan, wie sieht es bei dir aus? Ja, wir kennen unser Platz, wir kennen Freiberg und ich denke, wir haben von der ersten Minute bis zur 90. Minute die richtige Reaktion gezeigt, haben Zweikämpfe gesucht, viele gewonnen, viele Bälle gewonnen und schnell in die Tiefe gespielt, viele Torchancen gehabt, 2:0 verdient geführt. Kurzzeitig haben wir einmal Glück gehabt, dass man fast hätte mal 1:1 kassiert. Ich glaube, Knackpunkt war, dass wir vor der Halbzeitpause zu einfach dieses 2:1 kassieren. Und ja, auch das 2:2 war eigentlich in der zweiten Halbzeit auch wieder zu einfach und vielleicht ein bisschen zu früh. Da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir ins Spiel reinkommen. Aber ich denke, ein Punkt vor dem Spiel wäre in Ordnung gewesen. Und nach dem Spielverlauf haben wir, wir haben 2 Punkte verloren in der Kabine. Und wir haben 2 Spieler verloren, die nächsten 3 Wochen wahrscheinlich nicht mehr auf dem Platz stehen werden, Manu Salz und Serach. Ja, die Spieler waren alle geknickt in der Kabine, alle enttäuscht und echt Hut ab vor meiner Mannschaft, die ja nach immer wieder so ja, Rückschlägen auch wieder zuschlagen kann. Von meiner Seite dann noch gute Besserung für die 2 Spieler natürlich, das habe ich vergessen. So, okay, dann die Presse. Herr Göksche, was ist denn passiert dem Torwart? Also, was hat er? Vermutlich Innenband am Knie. Und der Serach? Serach, Muskelfaser. Ist weiß das. Herr Göksche, das war jetzt eines der besseren Spiele, die ich jetzt zumindest gesehen habe, die letzten Wochen und Monate. Geht es so in die Richtung, wie Sie es vorstellen? Oder sagen Sie, da ist noch viel Luft nach oben? Der Ramon hat es ja vorhin gesagt, hier ist schwer Fußball zu spielen. Und hier muss man kämpfen, hier muss man laufen, hier muss man spekulieren. Hier muss man hellwach sein, darf man keine einfachen Fehler machen, Gegner nicht einladen. Und ja, ist auch nicht für uns einfach,
daheim auf so einem Platz, auswärts auf einem anderen Platz. Trainingsplatz ist wieder was anderes. Also wir geben unser Bestes. Dann noch für die Presse. Wir hatten heute 180 Zuschauer. Und wenn dann keine Fragen sind, dann schließe ich die Pressekonferenz. Ich wünsche unseren Gästen noch alles Gute für den Rest der Saison. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir dann vielleicht Rückrunde kommende Saison einen besseren Platz anbieten können, wenn wir da im Putziger Tal vielleicht spielen. Also es tut uns leid, aber wie gesagt, da wird also, solange wir hier halt spielen müssen, wird keine Besserung eintreten. Gell? Also alles Gute. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.